Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Wollvorstellung. Heute ist Donnerstag und ja, ne? Dieses hier ist eine Dauerwerbesendung, das habe ich also beim letzten Podcast vergessen zu sagen. Ist eine Dauerwerbesendung, ich bewerbe meinen Laden kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. Jo, ne? Das schon mal vorweg, damit wir auf der sicheren Seite sind. Ja, ich habe viel gefärbt. Das heißt, ich ja nicht alleine. Tula ist ja auch fleißig dabei. Und wir haben, was heißt, ich habe jetzt hier ganz viel liegen an Strängen für das Tuch, was wir gemeinsam stricken. Und ich kann euch beruhigen, ich habe einige Anfragen bekommen. Ich bin noch Anfänger. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ihr Lieben, macht euch keine Sorgen, wenn ihr rechts und links stricken könnt, mehr ist das nicht. Also ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, das ist ein ultra einfaches Tuch. Da ist nichts mit Mustern oder mit Muster ist da schon drin, aber jedenfalls nicht irgendwas Kompliziertes oder was. Nein, es ist einfach so ein Tuch, was von seinen Farben leben soll, was man einfach so wegstricken kann. Ja, und deswegen habe ich jetzt erstmal gedacht, zeige ich euch mal hauptsächlich Garne, die ihr für dieses Tuch verwenden könnt. Habe ich schon gesagt, 800 Meter wären von Vorteil, ne? Ja, damit es auch ordentlich in der Größe wird. Ja, dann habe ich euch hier noch ein bisschen was hingelegt, was ich so an Garnen hatte ich euch ja gesagt. Ich habe die Quattro gekriegt. Ich habe die Lotus bekommen. Ich habe die Norma schon bekommen. Ich warte noch auf einiges an Sommerware. Tja. Ne? Was alles so im Februar hier eintrudeln sollte. Aber wir wollen mal nicht. Ne? Wir haben ja mal gerade erst heute den 18. Naja, 10 Tage ist es noch. Also ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Wird ja wohl noch irgendwas hier antrudeln. Ne? Also ich warte noch auf einige Sachen, die ich bestellt habe und die leider noch nicht da sind. Aber auch. Die Firmen sind in Kurzarbeit und das ist ja ein Kreislauf. Das ist ja nicht nur wir, die wir hier sitzen, sondern es ist ja überall so. Und die Firmen haben halt auch Kurzarbeit und dann kann es auch schon mal passieren, guck, hier habe ich wieder so einen Flusen, dass die Lieferungen halt dann nicht pünktlich da sind. Naja, meine Güte. Wir leben da jetzt halt mit, ne? So, also habe ich euch nur ein bisschen was. Was ich euch jetzt leider, ich hatte ja damit gerechnet, dass ich bis heute vielleicht noch ein oder zwei Pakete, aber es kommt nichts an hier. Deswegen ist es gar nicht so viel. Verschiedene. Also in der Menge ist es schon viel, was ich hier gekriegt habe, halt, aber halt nicht die Qualitäten, ne? Wenn ich dann denke, dass ich von der Quattro 14 Farben oder so, oder sind es 13? Ich weiß es nicht, oder 12, keine Ahnung. Wir zählen gleich mal. Bekommen habe, dann macht das schon viel aus, ne? Ja, gibt es irgendwas zu erzählen? Ich habe Dienstag, von Dienstag über Mittwoch bis jetzt ist nicht, was soll denn da passieren? Gibt es nichts zu erzählen? Ich habe gestern Nachmittag fleißig Adele geschrieben. Es sind wieder einige Seiten dazugekommen, also, ja. Und es macht wirklich Spaß. Nur es ist wirklich so, ich habe dafür auch nicht immer Zeit. Also ich zwackse mir, zwackse. Zwacke mir also ein paar Stunden an 2 Tagen. Montags ein bisschen und mittwochs dann den ganzen Nachmittag. Also da, ja, es wird schon. Meine Tochter findet es toll. Die liest das nämlich immer. Wenn ich fertig bin, dann kommt sie. Und liest es dann. Und ich meine, ja, okay, es ist eine junge Frau, die eigentlich andere Dinge liest als wir. Sowas. Aber sie findet es gut und sie hat gesagt, sie würde es gerne weiterlesen. Ich sollte mich mal ein bisschen beeilen, damit sie weiter weiß, was weitergeht. Ja, so, okay. Fangen wir an, ne? Da wartet ihr ja die ganze Zeit drauf.
So, ich zeige euch als erstes mal, was wir jetzt gefärbt haben in den letzten Tagen. Fangen wir mal an. Ich habe also diesem Ganzen keine Namen gegeben. Bis jetzt noch nicht. Also, ich würde mal sagen, irgendwas denke ich mir jetzt aus. Wie zum Beispiel für die, ich würde mal sagen, das könnte ein tolles Tulpenfeld sein. Ne? Hier. Guckt mal. Das ist dieses Garn mit den Sprenkeln. Also ein leichtes Aprikosrosa. Ich hoffe, man kann es sehen. Oh, diese Wicklung, ne, das ist bei mir immer noch der große Knacks. Aber mein Mann baut mir so ein Teil. Ja. Und hier, da habe ich 4 Stück von. Da ist es, kommt ja drauf an, wie ich die jetzt dann gerade mal so wickel, ne? Das hier ist etwas blasser. Olaf hat Husten. Ja, oh, die riechen immer so gut. Tula wäscht die immer aus. Also die badet die und wäscht die aus und die badet die immer so toll in diesem Kuschelweich, habe ich ja schon mal erwähnt, ne? Da könnte ich mich ja reinlegen. Die könnte ich ja aufessen dann, ne? Also, davon haben wir 4 Stück. Also, ich würde mal sagen, die beiden zusammen und die beiden, die sind etwas heller. Also, wir machen mal vom Tulpenbeet. Das ist das Tulpenbeet Nummer 1, damit ihr euch das aufschreiben könnt. Also die Preise bleiben gleich. 16,50 € für 80 Merino 20 Poly, 420 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. So, also das ist das Tulpenbeet Nummer 1. Ich habe extra einen Stuhl hier hingestellt, damit ich das alles, ne? Und das hier ist das Tulpenbeet Nummer 2. Das ist jetzt ein bisschen, na, können wir so machen, ne, damit man das sieht. Oh, also Tulpenbeet Nummer 2. Ja, und dann hat sich die Tula ja hingestellt. Also das war jetzt eine meiner Färbungen, die ich jetzt gemacht habe. Dann wollte Tula das unbedingt ausprobieren, wie das geht, ob sie das auch kann. Und es ist toll geworden. Also ich finde es ganz hervorragend. Und zwar hat sie den Zitronenhain gefärbt. Das ist so ein Vanille mit Grün und Gelb, also wie in der Toskana. Ne? Also, das hier ist der Tulpenhain Nummer 1. Nummer 1 vom, nicht Tulpenhain. Ah, ja, ich sag ja. Man verblödet. Also wirklich, also die Kommunikation, ne? Was ich freue mich über jeden Telefonanruf. Das darf nicht wahr sein, dass ich mal was von anderen höre. Oh, gestern habe ich mich so lieb mit meiner Karin da telefoniert. Gestern ist ja gar nicht wahr, Dienstag. Also wirklich, ne? Das ist wirklich. Man. Ja, naja, ne? Was soll's? Wir haben uns selbst die Tage mussten wir haben, wir sind hier in Lachen ausgebrochen. Da haben wir hier bestimmt ganz ruhig und ohne was zu sagen, bestimmt eine halbe Stunde gesessen. Dann sagt Tula, Mama, haben wir uns eigentlich nichts mehr zu sagen? Ich sage, nee. Ich sage, wir wissen auch gar nicht, was wir erzählen sollen. Ich sage, ist ja nichts. So, also, hier haben wir den Zitronenhain Nummer 1. Ja, und nicht den Tulpenhain. Den Zitronenhain Nummer 1. Und den Zitronenhain Nummer 2. Sieht toll aus. Also wirklich schick. Die beiden. Also wie gesagt, wenn ihr nichts in eurem Stash gefunden habt oder findet, ihr müsst bei diesen Sachen, wenn ihr sie haben wollt, echt fix sein heute. Es ist wirklich wahr, weil es sind ja wirklich nur diese jeweils
immer, also jetzt beim Tulpenbeet und bei dem Zitronenhain habe ich vier, also jeweils zwei Sets. Aber und dann habe ich auch noch zwei Sets von dem, ja, wie nenne ich das? Stiefmütterchen, Blau oder Gemüsebeet oder pff, weiß der Geier, was soll ich denn dazu sagen? Also da habe ich nämlich auch zwei Sets von und das ist dann alles. Dann gibt es nur noch jeweils ein Set pro Farbe. Mehr habe ich nicht mehr. Ne? Ja. Wie kann ich das denn nennen? Rote Beete? Nee, Rote Beete hat ja nichts Blaues, ne? Oh, das ist immer mit der Namensfindung, das Brainstorming mit dem Namen. Weiß auch nicht. Sagen wir mal, wann haben wir denn von den Frauen, den wir jetzt mal nehmen können? Sagen wir mal Paula. Paula findet diese. Paula ist eine junge Frau. Paula findet diese Farben toll. Wir nehmen mal Paula Nummer 1. Wir nennen das jetzt einfach Paula. Paula Nummer 1. Oh. Und Paula Nummer 2. So, dieser hier ist ein bisschen heller. Und Paula Nummer 2. So, das war Paula. Dann habe ich noch zweimal Adele gesprenkelt. Also Adeles Farben. Das ist aber nur ein Set. Mehr habe ich da nicht mehr von. Davon hatte ich auch mehrere. Ich glaube, ich hatte vier Strang und dann habe ich sie nochmal gemacht. Das waren 8 Strang, aber 6 sind schon weg. Und das hier ist jetzt das letzte Set. Also Adeles Farben. Nochmal, einmal in etwas dunkler und einmal heller. Also das ist so dies passt gut zusammen. Ja, also Adeles Farben. So, und jetzt machen wir einfach bei den Sachen hier weiter und dann machen wir einfach ohne Namen Set 1, 2, 3, ne? So, da haben wir Mintgrün. Die Preise sind alle die gleichen bei 16,50 € pro Strang. 100, 100, 80 Merino 20 Pulli. Und das hier ist das Set Nummer 1 in Mintgrün. Schönes. Es ist ein bisschen anders. Also der Grün kommt auch nicht ganz so rüber. Also es ist ein bisschen grüner, nicht so mintiger, nicht so mintig, wie es erscheint, leider. Aber vielleicht ist das bei euch auf eurem. Na, das ist viel zu hell. Also das ist wirklich ein schönes Mintgrün, aber es ist grün und nicht so, es hat nicht so einen Blaustich. Also es ist schon grün. Also Set Nummer 1. So, das legen wir hier mal noch mit drauf. Ich habe Angst, dass die runterkullern hier. So, dann haben wir hier Set Nummer 2 und zwar ist das Merino Baumwolle. Merino Baumwolle, Set Nummer 2. Ups. Genau. Das ist also jetzt Merino Baumwolle, auch 420 Meter. Allerdings sind die etwas günstiger und zwar gehen die weg für 14,50 € der Strang. Ja, habe ich doch Platz? Ja, hier. Und da haben wir gleich nochmal. Und zwar, also das ist jetzt allerdings, wartet mal, da muss ich mal gerade gucken, ob ich noch Baumwolle habe, denn das hier ist Baumwolle und das hier ist Seide mit Merino. Das ist Merino Seide, das Merino Seide und dieses hier ist nochmal Baumwolle. Also 1, 2, Set Nummer 3. Jetzt kommen wir heute durcheinander, ich sage es euch. Set Nummer 3
Ist also auch Merino Baumwolle und kostet auch 14,50 € der Strang. So, jetzt kommen wir zu der Merino Seide. Also Merino Seide liegt auch wieder bei 16,50 €. Das sind nur die beiden Sets Baumwolle gewesen. Eins, zwei, drei. Set Nummer 4. Sollte mir vielleicht mal ein Zettelchen hier hinlegen. Ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Eins, zwei, drei. Wir sind bei 4. So, Set Nummer 4, ein Gelb-Aprikot. Nicht unübel. Und Set Nummer 5 ist auch das gleiche. Ein bisschen mintiger damit bei, ne? Ja. So, das war das. Dann haben wir hier wieder das normale, in Anführungsstrichen, Merino Poly, 80 Merino, 20 Poly und zwar 425 Meter auf 100 Gramm, genau wie die anderen auch, und 16,50 €. Und zwar in diesem, das ist jetzt nicht pink. Also das kommt jetzt pink rüber, das ist es nicht. Es ist ein, ja, ein Erdbeerton, also so ein richtig schöner, da kommt es besser. Hier kommt es ein bisschen besser hervor. Es ist nicht so, nein, es ist kein Pink, es ist wirklich Erdbeere, so wie hier. So wie man das hier jetzt so sieht, so erdbeerig ist das. Also es ist kein Pink. Ja, ne, da haben wir jetzt das Set Nummer. Das, was ich da. Oh, ich sage ja, oh, ihr denkt auch, die Alte ist doch doof, die kann sich noch nicht mal mehr Zahlen merken. Oh, nein, also eins, zwei, drei, vier, fünf, Set Nummer 6 ist das. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, man gut, dass wir über uns lachen können, ne? So, dann kommen wir jetzt zu Set Nummer 7. Und zwar ist dieses hier. Ist auch toll, die Farben, dieses lila Pink mit dem Gelb da drin und dem Mint und dem etwas dunkleren Grün. Also ich glaube, das ist auch eine Tula-Färbung, wenn ich für mich nicht alles täuscht. Ja, das ist das Set Nummer 7. Also auch wieder Merino Poly. Kommt jetzt nur noch Merino Poly. Dann haben wir Set Nummer 8. Das ist dieses hier. Ganz cremig mit Mint und ganz leichtem Rosé. Also, oh, das wäre auch wieder was. Aber ich habe gesagt, nein. Du nimmst jetzt das, was du im Stash hast. Das geht sonst nicht. Ne? Das hat keinen Sinn. Ich sammle ja auch immer, sammle und sammle. Und ich werde dieses Tuch halt daraus machen. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, das ist jetzt Set Nummer 8. Dann gibt es noch Set Nummer 9. Das ist für alle, die gerne ein bisschen dunklere Töne dabei haben. Grau, Anthrazit und Rosa. Ne? So. Das ist das Set Nummer 9. Und zum Schluss gibt es noch das Set Nummer 10. Ja. Das ist doch auch gelb, Vanille und ein paar rosa-rot-Töne. Guckt mal hier mit dem. Das ist auch schön. Ja, ihr Lieben, das waren die selbstgefärbten Garne, die wir wieder haben, die sich für das Tuch eignen. Ja, so jetzt habe ich aber nicht nur
Handgefärbtes für 16,50 Euro, 400 Meter, sondern auch die Hälfte. Ich habe noch ein paar Bobbel, die habe ich euch auch schon gezeigt, aber es sind noch welche da. Ich muss nur mal eben wieder über den ganzen Tisch hier greifen, weil ich sonst den Platz einfach nicht hatte. So. Und zwar sind das Bobbel von Veronika Hook. Ja, das sind Baumwoll-Poly 50-50 und du strickst sie auch wie meine gefärbten Stränge. Das meiste stricke ich mit 3,5, ist wirklich wahr. Und hier kannst du auch zwischen 2,5 und 3,5 stricken. Das hier, da sind 800 Meter drauf, also das reicht völlig aus für ein Tuch und der Preis ist 16,95 €. Also hast du quasi für 16,95 € ein schönes Sommertuch. Dieses hier ist die Farbe 41 und zwar in einem Anthrazit, was über ein Grau bis in verschiedene Grüntöne geht, die jetzt vielleicht nicht ganz so richtig rauskommen, dass das verschiedene Grüntöne sind, aber okay. Also diesen habe ich noch. Und dann habe ich dann noch die 42. Ich glaube, so sieht es besser aus. Guckt mal, mit einem Blau über Grün, über Vanille hin zu Orange und Rot, aber alles pastellig. Alles in Pastelltönen. Dann ist das hier die Nummer 40. Die ist jetzt über Anthrazit schwarz, über Grau nach Rot und Orange. Also das Orange kannst du dir so vorstellen, so in diesen Schattierungen, wie es hier ist, ne? Nur dass ich hier jetzt kein Grau und Schwarz mit bei habe. Ja, das war die Nummer, habe ich gesagt, 40, ne? So, dann haben wir die 44. So, das ist ein Rosa. Also verschiedene rosa Fliedertöne, die so ein bisschen ins Graublau gehen. Also so ein leichtes Blau ist auch mit dabei. Also, ja, finde ich auch sehr schön, die Farben. Und zum Schluss habe ich die 46. Das sind wieder Grüntöne, die so ein bisschen ins Bräunliche gehen und in einem ganz dezenten Rot enden. Okay, also die 46. Also das wären jetzt auch Vorschläge. Dann mal was Einfarbiges. Nicht jeder möchte. Oh, ich hier. Jetzt habe ich den hier auch noch auseinandergefriemelt. Hier, was denn hiermit passiert? Oh, da muss ich auch. Sobald ich weiß, wann ich eröffnen kann, liebe Nicola, dann stehe ich bei dir auf der Matte. Ich muss meinen Ständer mit den West Yorkshire Spinners ist fast leer, ratzekahl geplündert. Sobald ich weiß, ich mache an dem und dem Tag wieder auf, da bin ich da. Beziehungsweise vielleicht schicke ich den Harry vorbei, dass der das abholt. Es geht nicht, ne? Guck, jetzt habe ich das irgendwie so wieder hingefriemelt. Irgendwie muss mir der Strang auseinandergegangen sein. So, denn ich habe auch von der Firma West Yorkshire Spinners habe ich die Exquisite Lace noch in vier Farben. Es sind nur noch vier Farben. Es sind nur noch vier Farben. Die auch 800 Meter enthalten und ein schönes Lace-Garn sind. Also da müsst ihr auch überlegen, ihr könnt das Tuch auch aus Lace machen. Das Tuch könntet ihr sogar aus einer ultra dicken Wolle machen. Also die Wolle ist völlig egal, Hauptsache. Nein, für so eine dicke Wolle brauchst du keine 800 Meter, ne? Nein, aber wie gesagt, also hier habe ich jetzt auch noch mal die Exquisite. Die Exquisite kostet 17,50 €, 800 Meter, 80% Falklandwoll und 20% Seide. In den Farben Portobello 525. Das ist dieses tolle,
Das ist aber auch schöner in der Farbe, als dass das jetzt hier rauskommt. Das ist ein bisschen. Ist aber schön. In einem Flieder. Dann haben wir Savoy 371 und zwar das Petrol. Weil viele möchten ja auch, die müssen nicht, es muss nichts Buntes sein, ne? Es kann auch mal was Einfarbiges sein. Nur leider habe ich im Moment wirklich nur noch diese Farben. Teufel. Aber die Zeiten kommen wieder, ich sag's euch. So, und dann haben wir hier die Pearl, die Nummer 11. Und zwar in einem ganz normalen, schlichten Weiß. Aber auch ein Weiß ist eine tolle Farbe für ein Tuch. Und zum Schluss habe ich noch die Rose 560. Ein Rosa. Also das, ihr meint jetzt, das ähnelt dem. Nein, das ist rosa. Das ist nicht Flieder. Das ist rosa. Ja, manchmal sind die Töne hier, ne? Naja. So, das habe ich also auch noch rausgesucht fürs Tuch. Die Linello ist ja leider nicht gekommen und die ich mir ja eigentlich gedacht hatte für dieses Tuch, ne? Aber leider. Ja, jetzt hau ich euch erstmal was aus dem Giftschrank um die Ohren. Könntet ihr auch fürs Tuch nehmen, ne? Und zwar hatte ich euch ja die Hefte gezeigt am Dienstag und da stand die Lotus drin. Die Lotus ist ein Gar Langjans Lotus, 60% Baumwolle und 40% Kaschmir. Es ist so fein. Das ist ja. Und es hat. Das hier geschrieben. 200 Meter Lauflänge auf 25 Gramm. Es wird gestrickt mit 3 bis 3,5. Und wo ist der Anfang hier? Natürlich ist es dünner als alles als anderes Garn, aber für Lace zu stricken und dann 3, 3,5 strickt man ruhig drauf los, ne? Das ist kein Problem. So, jetzt wollte ich aber noch mal gucken. Es ist natürlich Handwäsche. Es ist das Kaschmir. Das ist ja ganz klar. Das könnt ihr nicht in die Waschmaschine hauen. Das ist nicht möglich. Aber es ist ein wirklich schönes Garn. 8,95 Euro. Es ist gerade so in den Giftschrank gewandert. Es ist also nicht so überteuert, finde ich, weil 200 Meter Lauflänge, 40% Kaschmir enthalten, das ist schon was. Und da, oh, Qualität hat seinen Preis, ne? Da kann man nichts machen. Und wenn man gerne mal ein bisschen hochwertigeres Garn hat, so wie ich habe auch ganz gerne mal ein bisschen was Hochwertigeres hier im Laden. Und oh, finde die fantastisch. So, die Farbnummer 46 haben wir hier. Also wie gesagt, das Knäuel kostet 8,95, hat 200 Meter Lauflänge. Dann könnt ihr euch ausrechnen, ne, dass ihr 4 Knäuel bräuchtet dafür. Aber das ist immer noch im Rahmen. Also ihr seid dann immer noch unter 50 Euro für ein schönes Tuch. Also das kann man sich ja überlegen. Man kann aber auch alles andere daraus machen, ne? So, dann haben wir es. Gleiche natürlich in einem ganz zarten Rosé und zwar die Farbe 19. Dann haben wir die Farbe 13 in einem ganz tollen Gelb. Das ist kräftiger. Das Gelb ist kräftiger. Hat einen satten Ton. Also das ist jetzt nicht so blass, wie es hier rüberkommt. Es hat. Moment. So, jetzt können wir weitermachen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Wo war bei Gelb, ne? Dass das nicht so rauskam, dass. Ja. So. So, dass das Gelb nicht kräftig genug rüberkommt, ne? Also das hat wirklich einen schönen, satten Gelbton, aber nicht grell. Also es ist wirklich ein schönes Gelb. So, die 13. Die 29 ist ein Orange. Was ich so schön finde, ist, dass das immer so ein bisschen mit meliert ist, mit Weiß, ne?
Also sie wird nicht gestreift, sondern es ist schön miliert. Ja, so die 29. Und wir haben die 26, ein helles Beige. Ja, also, wie gesagt, also diese Farben sind momentan da. Und ja, die Lotus 60 Baumwolle und 40 Kaschmir. So, jetzt bin ich heilfroh, dass ich ja meine Preisliste hier noch liegen habe vom letzten Mal, weil ich gar nicht weiß, was die Norma kostet. Ich wollte euch die Norma nämlich auch noch zeigen. Die Norma kostet 4,95 und die Color kostet 6,95 €. So, damit ich das schon mal gesagt habe, ne? So, die Color zeige ich euch als erstes. Die hat 135 Meter auf 50 Gramm, wird mit 4 bis 4,5 gestrickt. Und ich würde es, weil ich habe ja schon mal, das hatte ich euch ja erzählt, es ist ja schon mal gehäkelt worden, diese Norma. Für ein Tuch finde ich sie zu dick. Also, aber das muss jeder selber wissen. Es sind 135 Meter drauf. Es ist die Farbe Nummer 03. 6,95. 55 Baumwolle, 35 Modal, 10% Viskose. 4 bis 4,5. So, dann haben wir hier die Nummer 4. Ja, das ist nicht die gleiche, ne? Also, es ist sehr grünlastig, alles. Also, die Norba Color ist alles sehr grünlastig. Und zwar die Nummer 02. Hier ist ein ordentlich rosig, gelb und Flieder mit drin. Und die Nummer 1. Also, grün ist fast, also ist eigentlich das Hauptthema. Wenn ich mir das jetzt hier mal so angucke, ja, ist eigentlich grün das Hauptthema bei diesen Farben. Aber, ne, nicht unübel. 6,95 € das Knäuel. Norma Color von Langjans. Dann habe ich die Norma noch in Uni in 6 Farben. Und zwar die gleiche Zusammensetzung. Alles ist gleich, nur sie ist halt in Uni. Die 09, ein schönes Rosa. Was hier auch wieder lila-stichig rüberkommt, hat es überhaupt nicht. Es ist überhaupt kein Lila enthalten. Also es ist ein wirklich richtig schöner Rosaton. Kein Lila. Dann haben wir, also das ist die Nummer 9. Die Nummer 60, auch die Nummer 60 kommt zu Rot rüber. Das ist Koralle. Das ist so ein richtig schöner Korallenton. Der kommt viel zu dunkel rüber. Hier sogar Pink, das ist es absolut nicht. Also es ist Koralle. Dann haben wir die 48, das ist ein Creme. Und ein Silbergrau, die 23. Und die könnte ich eigentlich gleich nehmen. Wir haben die 46, ein helles Flieder. Genau, hier nochmal die 23, das Silber. Und nochmal ein sattes Lila, was hier jetzt blau rüberkommt. Also das ist wirklich mit meinen Farben 34. Also beim nächsten Handy muss ich mal auf die Farben achten, wie die so rumkommen. Aber, also wie gesagt, das hier ist kein Blau. Das ist also wirklich ein schöner, dunkler Fliederton. Also ein dunkler Lila-Ton. Ja. Die Norma in Uni. 4,95 € das Knäuel. So, dann hatte ich euch ja gesagt, habe ich noch die Quattro gekriegt. Oh, da muss ich auch erst wieder gucken, ne? Du bist ja heute wieder vorbereitet, das ist ja nicht zu fassen. Wieso habe ich eigentlich die Quattro nicht in Color? Ich sehe gerade, dass die auch in Color gibt. Ist ja nicht zu fassen, oder? Also, die Quattro. 2,40 € kostet die Quattro. Das ist ja mal ein Preis, was?
Ja, da gehen wir doch mal durch. Ich will mir die mal gerade hier passend hinlegen. Wir fangen mal mit den Blautönen an. Ja, so, was hat denn das Schätzchen hier? So, es ist gekämmte Baumwolle, mercerisiert. Es heißt 100% Baumwolle, 120 Meter auf 50 Gramm. Die Quattro habe ich schon verarbeitet zu Sommertops, Spültücher, hier die Topflappen. Ich habe die Amigurumis, hat Jutta da schon rausgemacht. Ich habe da einen Sommerhut rausgestrickt, gehäkelt. Also was habe ich? Ich habe da schon viel rausgemacht. Also ich finde, dieses Garn ist toll. Eine super Alternative zu anderen Garnen, Baumwollgarnen. Vor allen Dingen der Preis, finde ich, ist enorm mit 2,40 €. Ne? Kann man gut leben. So, dann will ich euch jetzt mal hier die Blautöne zeigen. Jetzt guckt mal, das sind die Blautöne, die ich habe. Ja. Angefangen mit dem 172. Weiter geht's mit 121. Dann haben wir noch die 10. Und wir haben die Nummer 6. So, dann gehen wir weiter mit den Grüntönen. Muss ich erstmal gucken. So. So. Und so. Was? Das hatte ich mir auch so gedacht. Ne? Ja, ist klar. Leute, es wird heute nichts. So, so sehen die Grüntöne aus. Das heißt also, eins habe ich doch so sollte das kommen. So, wir haben hier einmal die 58, ein helles Mint. Dann kommt die 158. Es ist ein bisschen, hat so ein Grün, hat aber so einen kleinen Blaustich. Dann haben wir die 216, ein schönes Ostergrün, sage ich da mal zu. Und hier haben wir die 217. Sehen. Das würde ich auch noch so an, ja, so ein Blumengrün, so ein Wiesengrün. Und dann haben wir hier noch die 318, das ist ein dunkles Grün. Die Quattro von Lang ist das. So, dann haben wir, gehen wir mal zu den Rottönen, also Rosatöne habe ich nur zwei. Warum? Weiß ich nicht. Kein Schimmer. Da muss ich, glaube ich, noch mal zugreifen. Also hier haben wir die 119, ein Rosaton. Und hier haben wir so ein tolles 85, so ein richtig schönes Pink. Yep. So, auch Gelb fehlt mir noch. Gelb habe ich auch noch nicht. Geht nicht. So, und dann kommen diese Töne. Und zwar ein Beige. Das ist die 02. Dann haben wir hier ein Aprikot 27. Und wir haben die 129, ein Koralle. Dies hier ist so ein bisschen rostig. Die 15. Und noch ein Rot. Die 61. Ja, ihr Lieben. Das war alles. Ist das zu fassen? Der ganze Berg liegt hier, aber mehr habe ich nicht. Und dabei erwarte ich noch so schöne Dinge. Aber nichtsdestotrotz, ich habe alles gezeigt. Ich kann nicht. Das heißt, ich könnte euch eigentlich noch die Stellina zeigen. Ach so, ja. Ich hole euch mal noch die Stellina, ne?
Moment. Ach, so, jetzt bin ich doch noch mal an den Giftschrank gegangen und habe die Stellina rausgeholt. Also die Stellina gibt es in verschiedenen, das ist ein Seidengarn. Es ist 25 Meter, 125 Meter auf 25 Gramm. Und es hat 55% Seide und 45% Baumwolle. Allerdings kostet dieses Schätzchen Stellina nur mit kostet 8,95. Guck mal hier, es hat sich abgeseilt. Der Anfangsfaden. So, das ist die Stellina. Warum bin ich heute so unsicher mit den Preisen? Weil ich hier einen Blödsinn erzähle, ne? Ich sehe gerade, dass die es auch gar nicht mehr dieses Jahr schon raus aus dem Programm geflogen. Okay, dann können wir ja auch einen Sonderpreis machen. Was? Solange der Vorrat reicht, machen wir mal 6,50 € davon. So, in rosa. Welche Nummer hatte das Ding denn? 19. Und in so einem schönen Gelb. 13. In so einem hellen. 13. Ich denn noch? 96. Ich glaube, das waren die einzigsten Farben, die ich noch hatte von der Stellina. Allerdings muss ich jetzt mal gerade gucken, nochmal hier auf meinen, ne, ob es die vielleicht auch schon nicht mehr gibt. Wenn es die nämlich auch nicht mehr gibt, die Paillette und die Perlen, also einmal mit Perlen und einmal, dann könnte ich ja die Reste, die ich habe, raushauen, ne? Gucken wir doch mal. Das ist nochmal Stellina. Haben wir da denn noch irgendwo? Die haben alles, was mit Stellina dieses Jahr. Freut euch. Das machen wir jetzt, ne? Denn die Stellina Paillettes kosteten 14,95 €. Gebe ich jetzt für einen Zehner weg. 53 Seide, 43 Baumwolle und natürlich 4% Polyester ist ganz klar, das sind die Pailletten da drin. Und auch 25 Gramm 110 Meter. So sieht es aus. Einmal in diesem Creme. Gebe ich euch jetzt für einen Zehner. Farbnummer 26. Und hier in Rosa. Seht ihr die Pailletten da drin? Ein Zehner. Und der Giftschrank leer ist, kann ich neues kaufen, ne? Gibt es bestimmt wieder was anderes Schönes für den Schrank. Und in Blau. Ja. Also diese drei Farben habe ich noch für einen Zehner. Die anderen, die ohne irgendwas 6,50 €. So, und jetzt kommt der Hammer. Die Stellina Pelerine, das ist das Garn mit den Murano-Perlen. 46 Seide, 38 Baumwolle und 16 Glas. Murano-Glas aus Italien. Da siehst du da so ein paar hier, so die schimmernden Perlen, die da drin sind. Der Originalpreis 24,50 19 €. Das sind 5 € Günstig. Das habe ich aber auch nur noch in Blau und in diesem schönen, da kannst du das sehen. Ja. Ich könnte ja auch,
Wenn ich habe ja alles hier auseinandergenommen, ne? Ich habe ja die ganzen Regale sortiert, gemacht und getan. Und habe ich ja wieder einiges da in den Kästen liegen. Soll ich noch mal eine Pause machen? Und ich packe euch noch ein paar Tüten. Was haltet ihr davon? Soll ich euch mal wieder ein paar... Ich könnte euch 15 Euro Tüten packen und 20 Euro Tüten. Das fällt mir jetzt gerade ein, ey, was mir alles so einfällt, ne, während ich hier noch so sitze. Wenn mir auch sonst nichts mehr einfällt. Aber das wäre doch auch noch was, oder? Da hättet ihr doch Spaß dran. Ich will mal gerade gucken. Merino Pailletten, die gibt es noch, ne? Merino. Ja, die gibt es noch. Ja, ja. Das ist auch nur Stellina gewesen hier, die rausgefallen sind. Jawohl, nein. Die Merino gibt es noch, die gibt es auch nicht im Sattel. Die kosten nochmal. Nein, okay. So, ihr wisst, bis hierhin wisst ihr Bescheid. Jetzt gönne ich mir nochmal und gönne euch noch eine Kleinigkeit, ne, und werde das jetzt mal hier in Tüten verpacken. Das mache ich einfach. Da habt ihr noch ein bisschen was. Das mache ich. Moment. So, ihr Lieben. Ja, puh. So, ich habe jetzt gepackt. Ich habe mir das jetzt ausgerechnet, was das normalerweise kosten würde und was ich dafür noch brauche, damit ich nicht drauflege. So, ich habe hier jetzt einige für 15 Euro. Dann habe ich für 25 Euro und ich habe 4 für 30. Aber das werde ich euch gleich erzählen, was das bedeutet, was das ist. Ich bin ganz außer Puste jetzt. Das ist die alte Frau nicht mehr gewohnt. So, ich habe zum Beispiel aus dem Programm geworfen, schon vor zig von Jahren, die Firma Drops. Warum, ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall hatte ich immer noch das Baumwollgarn von denen. Das lag im Regal, es wurde auch immer noch weiterhin gekauft für schicke Sommertops oder Dings. Aber jetzt hatte ich wirklich nur noch Reste und ich habe gedacht, nee, die Regalfächer brauchst du jetzt für andere Dinge. Und deswegen hatte ich die rausgesucht und alle in die Körbe gepackt. Und zwar ist das Cotton Light. Es sind 80 Cotton und, 50 Cotton, 50 Poly. Es hat eine Lauflänge, da muss ich erstmal nachgucken, das ist schon so 105 Meter. Und mit einer Vierernadel zu stricken. So, der normale Preis, oh, wenn ich das noch wüsste, ich glaube, der lag bei 1,90 oder so, 1,90 Euro. Also ich gebe jetzt die für 1,50 weg. Das heißt, 10 Stück habe ich hier drin für 15 Euro. In diesem schönen Rosa. Ja. Ich muss jetzt erstmal alles durcheinander suchen hier. Dann einmal in dem schönen Gelb. Farbnummer 28. Das ist so ein Senfgelb. Oh, das kommt ja wieder gelb, ne? Ja, ja, hier kommt es ein bisschen besser. Und jeweils sind da 10 Stück drin. Wenn ich noch irgendwo eins finde, knall ich das damit rein. Also müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr nachher 11 oder 12 da drin habt. Ne? Also bitte. In diesem Grün. Weil das ist eigentlich ein schönes Garn. Wenn das leiert ja nicht, ne? Weil da sind ja 50% Polyacryl drin. Und ja, das Grün hat einen Farbnummer 12. Dann hippe ich das hier noch in diesem Ton. Oh, das kommt aber auch wieder. Das ist eine, ja, das ist, ja, so hier. Hier so kommt es. Das ist nicht so leuchtend. Das ist ein bisschen Farbnummer 23.
Dann haben wir hier noch dies Türkis. Und zwar die Nummer 14. Also überall sind 10 Stück drin. Jetzt erstmal, wenn ich gleich hier durchgehe und ich sehe noch, da ist noch was runtergefallen oder da ist noch was, da liegt noch was, weil man ja immer nicht, dann packe ich das damit rein fürs gleiche Geld. Futsch ist futsch, ne? So, dann habe ich hier auch die Reste von der Wool Addict bei Lang. Ich habe dann nur noch 4 Farben von und auch nur noch das, was hier drin ist. Mehr gibt es da nicht mehr von. Also das ist alles und ich habe es auch nicht weiterhin im Sortiment. Dafür habe ich viele, zu viel schöne andere Langjahr-Sachen als ich da. So, das ist zum Beispiel in einem tollen Curry. Das sind 92% Merino extra fein und 8% Poly. Es sind drauf, lasst mich schauen, 125 Meter auf 25 Gramm. Gekostet hat es 4,50 € hat es gekostet. Genau, und ich gebe es jetzt für 2,50 € weg. Genau, 25 € pro Tüte. Da gilt genau das Gleiche. Finde ich noch irgendwo so ein Knäulchen, kommt es damit rein fürs gleiche Geld. Dann kann es sein, dass es auch 11 oder 12 sind. Ich schau mal. Es können aber auch bei 10 bleiben, ne? Das weiß ich jetzt nicht. So, gestrickt habe ich gesagt mit 4. Und dann steht hier zum Beispiel eine Größe M bräuchte für einen Pulli 300 Gramm. Ne? So, das ist in Curry. Ach, hier habe ich noch eine 15er, habe ich vergessen. Bevor ich das hier weitermache, vergesst das mal gerade. Ich habe noch von der Dudu die Rosa gefunden. Die ist auch 15 Euro. Wartet mal, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nur drin. Mal gucken, vielleicht finde ich noch eins. Aber das hat ja eine lange Lauflänge, ne? Das hat eine Lauflänge von 155 Meter. Dann kriegt ihr auch aus 9 schon ordentlich was raus, ne? So, das gehört noch zu den 15 Euro. So, und wir waren bei den Wolledick geblieben. Das war einmal der Senfton. Dann haben wir hier mal sowas. Blaugrün, Farbnummer 74. Ja, es gilt das Gleiche wie für alle anderen auch, ne? 10 Stück sind schon mal drin. Mal gucken, was wir noch finden. So, und hier haben wir die Farbnummer 26. Das ist so ein bräunliches, ne? Also die Qualität dieses Garnes ist hervorragend. Also ich würde zugreifen. Weil für das Geld. Dann habe ich hier noch die Nummer 96. Allerdings habe ich da nur noch 8 Knäuel, also definitiv nur noch 8 Knäuel gefunden. Und habe deswegen noch diese 2 rosa dabei getan, weil auch die habe ich nur noch diese 2. Aber da kann man ja vielleicht was draus, sich die Bündchen oder irgendwas in rosa machen. Oder sich auch ein Tuch, du kannst da also ein Tuch auch draus stricken. Also, ne? Das sind die 4 Farben für 25 Euro. So, dann habe ich noch Reste gehabt von der Merino 130 Kompakt. Die nehme ich auch nicht wieder ins Programm. Und ich habe auch wirklich nur noch das, was da drin ist. Ja, es gilt wieder für alles. Sollte ich was finden? Ja, aber irgendwo ist... nein. Also diese lese ich euch auch vor, was das für eine Qualität ist und haben gekostet 6,95 € das Knäuel. Deswegen gibt es da diese Tüten für 30 Euro. Es sind auch wieder 10 Stück drin, finde ich. Was kommt es noch mit rein? 130 Meter Lauflänge. Also, Moment. Und es ist 100% Merino extra fein. Ich habe es jetzt in der Farbe 68. Das ist ein Schokoladenbraun. Ja. Dann habe ich es
in einem schönen Apfelsinenton. Apfelsine, Aprikot, also was man da so zu sagt. Es ist dunkler, als es jetzt hier erscheint, aber auch nur so ein bisschen. Das ist eine richtig schöne Frühlingsfarbe. Und wir haben das nochmal in Creme, die 26. Habe ich jetzt von dem Apricot die Farbnummer gesagt? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Die 30. So, hier hatten wir die 26. Und dann ist auch hier passiert, dass ich ganz viel rosa, das heißt ganz viel, leider von der 09 nur noch 8. Also ist auch ein schöner rosa Ton, der sehr dezent ist. Die Nummer 9. Allerdings habe ich da nur 8 Stück noch von gefunden und habe euch deswegen noch 2 26er mit reingetan. Dann hast du auch wieder so einen schönen Abschluss. So. Das war's. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier gleich alles wieder aufgeräumt habe und da hinten hinkomme und ich sehe, ach Donner, da liegt ja noch eins, dann packe ich das damit zu. Weil was soll ich dann noch mit einem Knäuel oder zwei, ne? Das ist ja Blödsinn. Das packe ich euch dann damit rein. Also könnte es passieren, dass ihr etwas mehr drin habt, als ich das jetzt vorgestellt habe, ne? Kann aber auch sein, nein, finde nichts, dann halt auch nicht, ne? So. Ja, irgendwie sind wir heute nur mit Wolle beschäftigt. Das ist ja auch eine Wollvorstellung. Ne? Also, ich an eurer Stelle würde ganz, ganz schnell anrufen. Mit dem Anrufen oder dem E-Mail schreiben. Bitte, ich muss das nochmal sagen. Ich kann nichts berücksichtigen, was mich nicht per E-Mail oder per Telefon erreicht. Ich habe jetzt durch Zufall habe ich gesehen, dass jemand etwas bestellt hat. Und zwar in den Kommentaren unter einem anderen Kommentar. Wenn mich da nicht jemand drauf aufmerksam gemacht hätte, hätte ich das überhaupt nicht gesehen. Das hätte ich überhaupt nicht registriert. Und ich muss auch wirklich dabei sagen, es tut mir leid, aber die Bestellung, die Wolle, die ist leider ausverkauft. Die gibt es jetzt schon nicht mehr. Das tut mir echt leid. Auch per WhatsApp oder so. Das passiert. Ihr müsst euch das vorstellen, die Bestellungen, die per E-Mail eingehen, die leite ich sofort weiter. Die packe ich zusammen und dann wird es weitergeleitet. So, und die Telefonanrufe, da schreibe ich sofort die Versandzettel, während wir uns noch unterhalten. Aber ich kann nicht unter den Kommentaren, in die Kommentare, von den Kommentaren, sorry, tut mir echt leid, aber das funktioniert leider nicht. Und jetzt hattest du auch noch Pech, dass die Wolle auch noch ausverkauft ist. Das ging ganz schnell und ja, es ist leider so. Nein, deswegen, ihr Lieben, tut mir den Gefallen und auch euch bitte eine E-Mail oder Telefonanruf. Alles steht in der Infobox unten unter dem Video der Wollvorstellung. Immer. Das schreibe ich immer rein. Gut, wollte ich euch noch irgendetwas? Ich habe bestimmt was vergessen, mit Sicherheit. Ich vergesse im Moment, weiß ich nicht, irgendwas wollte ich noch sagen, das weiß ich, aber ich habe es vergessen. Es ist irgendwie, wir haben eigentlich alles durch. Unser Tuch natürlich, das fangen wir gemeinsam an und auch an dem Tag, wenn wir, also nächste Woche Freitag, wenn wir mit Adele anfangen, werde ich vorher euch sagen, was ihr zu tun habt. Und die erste Frequenz werden wir zusammen stricken. Und jedes Mal schreibe ich dann die, was ich dann in diese Infobox rein, damit ihr das auch weitermachen könnt. Ja, gut. Ich glaube, das war's, ne? Mehr haben wir nicht. Mehr ist nicht da. Jetzt werde ich gleich, ich komme schon mit den Tagen durcheinander. Dann frage ich manchmal, was haben wir denn heute? Was haben wir denn für einen Tag? Oh. Und ich mache mich jetzt gleich wieder über meine Töpfe her. Aber ich
habe ja die Mittens von meinem Sohn. Also da, die möchte ich jetzt gerne fertig machen, so schnell wie möglich, damit ich das von den Nadeln habe. Weil jetzt hat mich das schon wieder angefixt. Jetzt will ich da auch schon wieder was anderes machen. Ach, meine Güte nochmal, ne? So ist das. Naja, so. Wir sehen uns morgen zur Adele. Ja. Ach so, was ich noch sagen, was ich euch erzählen wollte, wo ich jetzt gerade von Adele spreche. Wenn Adele, also ich bin ja. Mir ist ja schon wieder eine Idee. Das darf ja nicht wahr sein, ne? Also es ist nicht nur, dass es mich mit der Wolle anfixt und mit dem Stricken und mit all dem. Jetzt bin ich bei der Adele-Geschichte und erzähle und mache und schreibe und alles schön und glücklich. Jetzt fällt mir schon wieder die nächste Geschichte ein. Oh, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Irgendwas hat mich da geritten. Och, ich habe noch keinen richtigen Namen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe dann einfach gesagt, ja, also Birgit und Ewald. Na? Also das werden die nächsten Gestalten sein, über denen ich eine Geschichte erzähle. Und zwar, es ist also auch wieder leider Ewald, der verstirbt, aber er geht nicht weg. Er möchte so gerne bei Birgit bleiben. Und Birgit wird das aber auf Dauer zu viel, ne? Also ständig steht er ihr im Weg und sie muss um ihn herumgehen. Und die Leute, die das sehen, die denken schon, sie hat einen Knall, ne? Weil die sehen Ewald natürlich nicht, weil Ewald ist ja tot, ne? Und ach, und alle solche Sachen. Also das ist, oder wie er auf dem Sofa sitzt und immer mit Kaffee trinken will, wenn ihre Freundinnen da sind, ne? Und sie immer wieder ermahnt, trinkt nicht so viel Likör. Und das geht ihr dermaßen auf den Sack, weil sie gedacht hat, na ja, jetzt ist er endlich weg, jetzt kann ich das machen, was ich will, ne? Ja, von wegen. Ewald hat keinen Bock auf Himmel, ne? Ja, jetzt muss erstmal Adele zu Ende gemacht werden, bevor ich mir das Nächste wieder ans Bein binde. Also wirklich. Oh nein. Ich weiß auch nicht, wie ich manchmal auf solche. Weiß ich auch nicht. Ich fand das. Ist mir irgendwann. Ich habe das manchmal. Vor allen Dingen, wenn ich alleine bin. Ne? Wenn mein Mann zur Arbeit ist und eine Spätschicht hat und ich bin dann abends alleine und ich habe keinen Bock auf Fernsehen, weil da nichts drin ist. Oder ich habe schon die x-te Serie bei Netflix, Amazon oder wie sie alle heißen gesehen. Ach, dann sitze ich einfach nur da und stricke und lasse so meine Gedanken schweifen und da kommen mir immer solche Ideen. Das darf nicht wahr sein. Oder ich lege mich hin, denke, ach, du bist müde. Jetzt legst du dich noch ein bisschen auf die Couch, ne, bis er von der Arbeit kommt und. Ja, dann liegst du da, machst die Augen zu und dann kommen mir immer solche wirren Gedanken, bis ich einschlafe. Habe ich mir schon die nächsten Geschichten wieder ausgedacht. Oh ja, aber Birgit und Ewald, das wird auch eine gute Sache. Ja, ob es bei den Namen bleibt, weiß ich nicht. Die kamen mir irgendwie ganz spontan. Also, das wird auch noch was. Das wird das nächste Buch. Nein, wir müssen jetzt erstmal Adele. Ich habe mir für Adele einen Stichtag 1. Mai 2022 gesetzt. Also bis dahin muss dieses Buch komplett fertig sein. Ja, ne? Bis dahin muss es da sein. Aber so wie ich mich kenne, ja, ich meine, das ist, den Termin habe ich mir gesetzt und den versuche ich auch einzuhalten. Also ohne Wenn und Aber. Aber meine Tochter sagte gestern schon zu mir, Mama, wie dick wird denn das Buch so? Ich sag, kann sein. Ne, weil sie sagt, du bist ja jetzt erst. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt erst. Ich habe schon, weiß ich nicht, wie viel Dina? 50? 50 Seiten bestimmt geschrieben und bin jetzt erst bei Dorothea angekommen, wie Dorothea einzieht. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da wisst ihr ja, wie ausführlich ich dafür. Macht das doch einfach. Nein, geht nicht. Kann ich nicht. Wenn mir dann, oh, da fällt es mir mit ein und da muss ich das beschreiben und dies beschreiben. Ja, und dann ist das. Naja, auf jeden Fall wollen wir mal gucken. Ne? Das stellen wir jetzt als allererstes fertig. Gut. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, Adele zu erzählen, dann erzähle ich von den anderen beiden. Wenn ich dann weiß, aha,
Bis dahin geht die Geschichte vielleicht, was weiß ich, bis August oder so. Will ich mal gucken, bis zum Sommer, bis nach den Sommerferien. Und dann denke ich mal, ist die Geschichte erzählt. Und dann brauche ich nur noch weiter schreiben und dann kann ich mich um die anderen kümmern. Ja, das war's nur noch so nebenbei. Dinge, die jetzt die Leute, die stricken und sich für Adele nicht interessieren, die interessieren sich auch für das andere nicht. Die denken auch. Ja, und ich schreite voran. Ich schreite voran bei den Abonnenten, habe ich gesehen. Das freut mich ungemein. Also ich bin schon richtig. Oh, dann was Schönes dafür färben für die 4000er und so. Da werde ich richtig mir was Schönes einfallen lassen. Und ich glaube, es wird auch was Gesprenkeltes. Ich glaube, so ein bisschen was Gesprenkeltes wird es werden. Was für den Sommer. Ja, ihr Lieben, lange Rede, kurzer Sinn. Man labert und labert und labert. Ich wünsche euch, die Adele jetzt nicht gucken, wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder und am Donnerstag, und dann natürlich zum Freitag. Da müssen dann ja alle, fällt mir ja jetzt gerade ein, ja, da müsst ihr jetzt durch. Da müssen ja alle, die das Tuch stricken wollen, müssen sich ja Adele anhören. Ja, das habt ihr dann nun von. Ja, sorry. Aber ich habe mir gedacht, wie willst du denn stricken, wenn du irgendwas vorstellst oder wenn du irgendwas zeigst? Das ist ja Blödsinn. Das kannst du am besten, wenn du dann was erzählst. Und dann können wir das gemeinsam. Ihr hört euch an, was ich erzähle. Und ich werde. Ja, okay. Es wird also so ablaufen wie immer. Ich werde was von Adele erzählen. Aber ich denke mal, wir haben auch noch andere Themen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, über welche Themen ihr Bock habt zu erzählen. Irgendetwas, was ich euch erzählen soll, über irgendwelche Themen, die euch interessieren, muss auch nichts mit Stricken zu tun haben, kann auch allgemein irgendwas sein. Ich suche mir das dann aus, was ich euch erzählen kann. Und alles weiß ich übers Stricken auch nicht. Ne, also kommt mir jetzt nichts mit komplizierten Sachen. Nein, aber wirklich, wie gesagt, ihr hört euch Adele an und ihr schreibt mir mal in die Kommentare, was euch interessieren würde. Über wie ich über was denke oder wie ich, was ich, das, ihr könnt mich auch ruhig fragen, ihr könnt mich auch private Sachen fragen. Das entscheide ich allerdings, ob ich euch das beantworte. Wenn die Fragen nicht unverschämt sind, dann beantworte ich das auch gerne. Ne? Das ist doch klar. Warum auch nicht? Wir machen es sowieso, es ist ja alles. Hast du letztens eine. Ja, dass du das alles so öffentlich. Wieso? Ich erzähle doch nichts Schlimmes. Weiß ja keiner. Von mir persönlich weiß doch keiner. Irgendwie nur meine Vorlieben für Wolle und Schwärmen. Ja, wir sehen uns. Ich wünsche euch für die, die nicht, ne, morgen dabei sind, wünsche ich ein tolles Wochenende, viel, viel Strickzeit, dass ihr gesund seid, gesund bleibt und vor allen Dingen gesund werdet. Eine gute, liebe Freundin von mir grüße ich hier. Sie weiß das ganz bestimmt, wer damit gemeint ist. Die grüße ich ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, demnächst von dir zu hören, meine Liebe. Ja, gut. Das war's. Ne? Bis Dienstag dann. Viel Spaß noch. Tschüss.